Meine geliebten Seelenleuchttürme, im heutigen Seelenhäppchen beziehe ich mich auf einen Kommentar von einem Seelenleuchtturm auf ein Tierfilmchen. Das hatten wir in den letzten Tagen gepostet, in dem ein Hund eine Matratze zerlegt hat und nun dementsprechend reumütig mit dem Schwänzchen wackelnd sein Herrchen anlächelt. Also so habe ich jedenfalls die Szene gedeutet und so kenne ich das auch von meinen Hunden, die mich in meinem Leben begleitet haben. Und die Reaktion, die ich heute thematisieren möchte, war, dass diese Szene gar nicht lustig ist, der Hund unterbeschäftigt oder zu lange alleine und deswegen im Stress und dass seine Leute jetzt sauer sind und sich gezwungen und er sich gezwungen fühlt, sich massiv zu unterwerfen. Auch das ist eine Sicht. Und ich möchte gar nicht weiter auf diesen Kommentar eingehen. Es geht auch nicht um ihn. Und sowas kommt ja auch immer wieder mal vor, besonders bei Tierfilmen. Ich mache das zum Thema, weil es so schön zeigt und deswegen bin ich auch dankbar für alle Kommentare von euch, wie unser aller Verstand funktioniert. Bei dem einen mehr und bei dem anderen eben weniger. Wir interpretieren etwas, eine Szene, die nur ein paar Sekunden dauern muss, dichten vielleicht noch etwas dazu oder unterstellen diese Geschichte jemanden anderen, ohne zu hinterfragen, ob das wirklich wahr ist, ob wir das wirklich wissen können, ob das wahr ist, was wir da denken, sagen oder schreiben. Und in diesen Momenten denken wir auch nicht an die Folgen, dass zum Beispiel jemand anderes durch dieses Hirnkonstrukt oder unsere Unterstellung Probleme bekommt oder dass wir andere dadurch in der Energie drücken, die Freude nehmen oder sogar verletzend sind. Wir denken auch nicht darüber nach, dass wir sehr viel über uns selber preisgeben, da wir ja unser eigenes in andere hineininterpretieren. Das erinnert mich gerade an die Hammergeschichte von Watzlawick aus dem Buch Anleitung zum Unglücklichsein. Ihr kennt sie sicher, wo ein Mann beim Nachbarn über ihm einen Hammer ausleihen möchte und auf dem Weg zu ihm, auf den Stufen, sich immer mehr in Rage geredet hat. So nach dem Motto, letztens hat er mich nicht gegrüßt im Hauseingang oder vor ein paar Tagen hat er mir sogar den Parkplatz vorm Haus weggeschnappt und dann hat er auch noch immer so viel Besuch, bla 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 bla. Mit der Konsequenz, dass er ihn, als dieser völlig unbekümmert seine Haustür öffnet, anschreit, ich scheiß auf deinen Hammer. Ich gehe mal davon aus, dass uns allen schon etwas Ähnliches passiert ist, wenn wir unserem Verstand freien Lauf lassen. Denn dieser produziert gerne solche Stories. Er ist ja überwiegend dafür da, für unsere Sicherheit zu sorgen und Probleme zu lösen. Das ist seine Hauptaufgabe, seine Hauptbeschäftigung. Und wenn er keine Probleme zum Lösen hat, dann erfindet er welche. Oder er schafft sie sogar. Denn er hat eine blühende Fantasie, was Sorgen und Gedankengebilde betrifft. In schillerndsten Farben malt er sich die Katastrophen aus. Ja, und um klar und frei und
glücklich leben zu können, bleibt uns im Laufe des Lebens nichts übrig, als dem ab und an Einhalt zu gebieten, uns dessen bewusst zu sein. Wir können diese Form von, ich nenne das ja gerne Synapsenfasching, nicht zulassen, sonst geraten wir nicht nur in unangenehme Situationen, sondern wir erschaffen sie sogar eines Tages damit. Denn alles, was wir denken und uns ausmalen, also visualisieren, zieht genau diese Schwingung in unser Leben, ununterbrochen. Und dann wundern wir uns, dass uns das Leben oder das Schicksal besonders harte Lektionen serviert. Dass wir aber genau das selbst mitkreiert haben, wollen wir dann nicht glauben oder wahrhaben. Aber es ist reine Quantenphysik, dass unsere ausgesendete Energie genau dieses magisch in unser Leben zieht. Und deshalb ist Gedankenhygiene so, so wichtig. Und nochmal, der Verstand ist genau wie unser Körper, unser Freund, nicht unser Feind. Es ist unser Lebensbegleiter von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und ohne ihn geht nicht viel oder gar nichts. Aber er ist trotzdem nicht unser Chef. Und wir dürfen oder müssen sogar ihn regelmäßig in die Schranken weisen. Oder was ich noch besser finde, ihn mit etwas anderem, etwas Sinnvollerem beschäftigen, wenn er meint, er müsse Gedankenfürze produzieren, mit wenig Inhalt oder Wahrheitsgehalt. Es gibt zwei Techniken, die uns helfen, das, was wir denken, zu untersuchen, bevor wir es jemandem schreiben oder es aussprechen. Die meisten werden diese Techniken kennen, aber es kann nicht schaden, sie immer und immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, weil wir auch immer und immer wieder dazu neigen. Und deshalb dieses Häppchen zur Erinnerung. Wenn man sich etwas zurechtdenkt über einen anderen Menschen, eine Situation, ein Tier oder man spürt vielleicht schon, dass uns das, dieser Gedanke überhaupt nicht gut tut, dass uns die Energie eng macht, dann kann man sich die vier Fragen von Byron Katie stellen, der Schlüssel zu The Work. Das ist zum Ersten, ist das wirklich wahr, was ich da denke? Und die zweite, kann ich mir absolut sicher sein, dass das wahr ist? Dann frage ich mich, wie reagiere ich oder was passiert da mit mir, gerade wenn ich diesen Gedanken glaube? Was geht da in mir ab energetisch? Wird das eng? Tut es gut oder... oder klemmt da was in mir? Und die vierte Frage, was wäre ich oder wie würde ich mich fühlen ohne diesen Gedanken? Und wir werden bei den ersten beiden Fragen schon meistens darauf kommen, dass wir uns eben nicht sicher sein können, dass das wahrhaftig der Wahrheit entspricht, was ich da denke, denn die kennen wir in der Regel nicht, wenn es um das Leben oder das Tun, die Handlungen anderer geht. Sehr wohltuend, diese vier Fragen. Und die zweite Technik sind die drei Siebe von Sokrates. Die wird Yvonne auch noch mal für uns im Kanal posten. Das ist die Geschichte von einem Menschen, der einem Weisen unbedingt etwas erzählen möchte und ganz aufgeregt ist.
Und der stoppt ihn, der Weise, und fragt, Junge, bevor du anfängst, hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Und das erste Sieb ist auch hier die Wahrheit. Hast du geprüft, ob das wahr ist, was du mir erzählen möchtest? Und das zweite Sieb ist die Güte. Ist es gut für mich, was du mir erzählen willst? Oder macht es mich schwer? Und das dritte Sieb ist die Notwendigkeit. Ist es wirklich nötig, dass ich das weiß? Und wenn all das nicht der Fall ist, dann belaste uns beide nicht damit. Und genau darum geht es auch. Wir belasten nicht nur uns mit dem Gedanken, sondern wir verstärken es noch, indem wir es in Worte bringen, deckeln unsere eigene Energie und bringen dann noch die anderen damit runter. Und dies, ohne dass es irgendeinen sittlichen Nährwert hat, also dass es nichts ändert, außer dass es allen Beteiligten dadurch schlechter geht. Das sollte uns bewusst sein bei jedem Gedanken und bei jeder Geschichte, die wir anderen unterbreiten wollen. Die Quintessenz ist also, dass das Gesagte überhaupt nichts Gutes bewirkt, sondern schadet sich selbst und anderen. Und dass wir damit unsere Zukunft gestalten, wenn wir zu viele solcher Gedanken zulassen. Je bewusster man lebt, agiert und redet, desto mehr zieht sich dieser innere Quatschkopf auch zurück. Meiner heißt übrigens Labersack und Yvonne's hat den Namen Trulla bekommen. Und wir haben uns schon so oft dabei ertappt, dass Labersack und Trulla sich bestens verstehen und ganz gut hochschaukeln können mit ihrem Blödsinn. Und wenn man anschließend feststellt, dass da gar nichts dran ist, an diesem Sorgengebilde zum Beispiel, dann lernt man, da ganz flott wieder auszusteigen und sich etwas Schönerem zuzuwenden. Man lernt, über die beiden zu lachen und widmet sich dem Wahrhaftigen und dem, was das Herz erfreut und was uns leicht macht. Denn mit Leichtigkeit im Herzen leuchtet es sich auch leichter. Lasst uns das Leben nicht allzu schwer nehmen. Es ist so ein großes Geschenk. Und all die Konstrukte und Sorgen in unserem Kopf sind zu 98% nicht real, nicht wahr. Lasst es uns als Geschenk nehmen, denn ihr seid es auch. Eure Tina und Yvonne.